wenn dann alle Flensburger in der eigenen Hälfte sind, dann ist es auch schwierig, da dann die Lücke zu finden. Dann ist es manchmal halt der lange Ball, wie jetzt wieder Richtung Kiseni. Der Ball stoppt da hoch und dann ist der Ball im Tor! Für den ersten FC Phoenix Lübeck. Und der Wiederkehrer, der Stürmer, der Kapitän, der Mann mit der Nummer 10, Aris Kiseni. Bei Keanu Brandt tritt da an. Weit in den Strafraum rein und jetzt dieser zweite Ball. Chacroun Moustier zieht ab und Tor! Tor 1:0 in der 7. Minute durch Tom Moustier in der Partie gegen Holstein Kiel. Und da lässt sich der Torschützenmeier von der Mannschaft, von Trainer, von Zuschauer und Zuschauer. Ganz, ganz große Klasse. 1:0. Luis Hesse kommt da zum Schuss. Stark gemacht, aber auch ebenso gut pariert vom Holstein-Keeper. Wieder über die linke Seite. Ballverlust. Stepanzev spielt da an auf Hesse. Der lässt durch. Will ja zumindest Chacroun. Chacroun in guter Position. Kommt zum Abschluss, aber im Hintergrund Alexander Babic. Jetzt über die rechte Seite. Etwas über eine Minute offizielle Spielzeit haben wir noch. Nachspielzeit ist, glaube ich, noch nicht angezeigt worden. Und ein Schüsschen. 96 wird sicherlich versuchen, diese ersten Minuten der zweiten Halbzeit zu nutzen, um hier gleich ein Ausrufezeichen zu setzen. Möglicherweise sogar das zweite Tor zu schießen. Chacroun kommt da zu Fall und es gibt 11 Meter. 11 Meter in der 46. Minute. Chacroun im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht worden und Schiedsrichter Strampe sagt sofort Strafstoß. Ball ist freigegeben. Und man läuft an. Und Tor! Tor für Hannover 96, 47. Minute, neuer Spielstand in der Partie zwischen Hannover 96 und Holstein Kiel 2:0.
Luis Hesse sollte da gehen. Der auch schon zum Schuss sich bereit gemacht hat. Schönes Ding. Daniel Stendel hat es vor einigen Spielen schon mal im Nachgang an ein Spiel gesagt, dass er möchte, dass seine Mannschaft selbstständig Lösungen entwickelt, selbst wenn sie noch nicht so oft zusammengespielt haben, die Jungs. Es gibt ja gerade in der U23 immer wieder zu wechseln, auch in der personellen Zusammensetzung. Schöner Abschluss jetzt von Schakun. Das war dann durchaus mal knapp. Eine Chance aus dem Nichts heraus für Holstein Kiel. Das hätte auch in die Hose gehen können. Jetzt einmal Podolski über Galeb. Jetzt muss es schnell gehen. Podolski von halb rechts. Oh, das war eine klasse Chance. Tom Mustier mit dem direkten Schussversuch. Aus der Entfernung, das muss man sich auch erstmal trauen. Und natürlich aufgrund seiner formidablen Fußballkünste. Stark! Tor! Eigentor, wenn ich es richtig gesehen habe. 3:0. Ich glaube, ehrlich gesagt, das war kein 96er. Das war Spieler, der Mann war. Und natürlich ist das jetzt die Entscheidung. Und da macht er sein zweites Tor. Es ist unfassbar. 4:0. Und wieder ist es, wenn man mit der Nummer 19 der eingewechselte Lennart Dahle spürt einen Doppelpack in der Nachspielzeit zum 4:0. Zwischenstand zwischen Europa 96 und Holstein Kiel. Die Spieler, die nach Leipzig richtig auseinandergenommen, dass die Mannschaft von Daniel Stendel Relegation spielen kann, dann wäre sie auch berechtigt, in die dritte Liga aufzusteigen. Das war der Schlusspfiff. Hannover 96 schlägt Holstein Kiel mit 4:0. Wie gesagt, 28. Spieltag. Jetzt die Spiele fallen in Feenhaus zu Gast beim TSV Havelse. Und bevor es gleich losgeht, gibt es hier noch zwei Ehrungen. Stegemann und Gianluca Ahillen. So, jetzt Riedel mit der Flanke auf Mittelstädt. Und das 1:0. Schöner Angriff, schönes Assist von Luca Mittelstädt. 1:0, 29. Spielminute. Luca Mittelstädt mit seinem ersten Startelftor. Das muss man auch mal bemerken. Mittelstädt der beste Torschütze für den TSV Havelse, aber bisher immer nur von der Bank getroffen. Die langen Havelser Kerl, Taski, Mittelstädt, Minz, Langfeld, da, Ball kommt. Aber nicht genau genug, Ball wieder raus. Jetzt nochmal die Möglichkeit über Düker, der den Ball mit links reinfliegt und da ist das 2:0. Wieder hat ein Havelser-Spieler viel zu viel Platz im Strafraum, im 5-Meter-Raum, ganz zentral vor dem neu eingewechselten Torhüter. Trainer war zu keiner Zeit hier in Frage gestellt. Jetzt mal die erste richtige Chance für den SC Spelle, aber Hanjo Fox hat jetzt aber auch von selber seinen Rücktritt nach der Saison bekannt gegeben. So, jetzt andere Seite. TSV Havelse mit einem guten Ball von Flo Riedel in die Spitze auf Stuhlmacher. Handspiel. Und damit haben wir den Elfmeter für den TSV Havelse. Und der war souverän geschossen. Unten rechts, direkt neben den Pfosten mit viel Tempo. Mathis Niemann war in der richtigen Ecke, hat sich dort die Ecke ausgeguckt, aber wenn man so schießt wie Beswald Kogeci, dann kein Torwart der Welt da was machen. Toller Elfmeter, 3:0 die Führung. So, Spieler jetzt mit der Flanke und da ist die richtig gute Chance für Jeb Kimner. Der Köpf könnte den Ball ins Tor köpfen. Es ist aber Beswald Kogeci, der dazwischen ist. Wagen sich nicht wirklich nach vorne. Jetzt aber der gute Ball auf Jeb Kimner. Und da haben wir die zweite richtige Chance. Also wenn es gefährlich wird, ist es Jeb Kimner. Ja. So, jetzt Dominik Minz, der sich einschaltet, der wieder die rechte Seite und Floril findet. Wieder die Flanke, wieder Mittelstädt mit dem Kopf, aber keine Gefahr. Jetzt hat Emre Aytun richtig viel Platz.
zieht ab, Volley, knapp übers Tor. So, guter Ball von Stuhlmacher auf Riedel, der hat Platz zum Flanken in die Mitte auf Julius Langfeld, der aber deutlich am Tor vorbeispielt. Ladislav Czerny, der jetzt die Bälle von rechts mit dem rechten Fuß übernimmt, der versucht an den Strafraum zu kommen. Und dann ist es Julius Langfeld mit dem guten Ball, aber von Mathis Niemann gut abgewehrt. So, guter Ball auf Stegemann. Aber eine noch bessere Parade von Tom Opitz. So, man sucht jetzt Engelking. Jetzt ist es Dongwoo Kim. Der hat Möglichkeit, Emre Aytun anzuspielen. Der hat den starken linken Fuß. Und da ist das 4:0. Dongwoo Kim macht es schön, spielt den Ball gut raus. Emre Aytun läuft ein, hat viel Platz. Hat einen Strahl, strahlt den unter die Platte und damit steht es hier 4:0. Schönes Tor. So, das war gar nicht so ungefährlich. Ball geht an der Mauer vorbei. Vierte Ecke Spelle, weil Tom Opitz den Ball nur wegbaggern kann. So, Czerny setzt sich gut durch. Engelking mit der Flanke und Luca Mittelstädt, Tor leer, alles frei, setzt den Ball ganz knapp neben den rechten Pfosten. Das hätte hier gut und gern das 5:0 sein können. So, und da ist der Abpfiff ganz pünktlich, pfeift Schiedsrichter Alexander Roppelt ab. Der TSV Havelse schlägt den SC Spelle Feenhaus mit 4:0. Dankbarkeit, unser Wochenende, Fangosikianer. Wir haben jetzt hier mit dem nächsten Angriffsaufbau. Haben schiebt sich hier den Ball gediegen hin und her. Jetzt die Box. Und der erste Schussversuch von Jonathan Benzing. Und mit ganz viel Gefühl. Aber links am Tor vorbei. Ja, gut gesehen. Boxen gut besetzt. Kann Azza da eine Flagge reinsetzen? Das noch nicht. Niebergeil vielleicht. Ja, schön. Probiert das ja jetzt mal. Direkt. Ja. Ja. War doch mal was. Ich glaube, der hat ganz gefährlich runtergedreht. Ja. Ramon. Oh. Also flach und quer rüber zu spielen. Glücklich schätzen, dass da keiner zwischen gewesen ist. Ja. Jetzt Abdruck. Ja, direkt. Da. Stark gehalten. Ecke ausgeführt und dann ist das erste Tor. Das 1:0. Der Mann mit der Nummer 10, Marek Jansen. 10. Glauben wir, ja. Ja. Marek Jansen. Na, da wird ein bisschen dirigiert. Wo soll es hingehen? Der rechte Arm geht hoch. Und führt schön rein. Ja, Kramer mit einer Freilage. Oh. Ist auch nur eine halbe Torchance sozusagen. Jetzt lang auf. Langer Ball auf Kepp. Und dann war das Lau. Daniel Ari Tonau, wenn ich das richtig gesehen habe. Mit der Nummer 30. Nee, doch nicht. Ich muss auch sagen, relativ wenig Bewegung im Mittelfeld, muss ich sagen. Also wenig Anspielstation. Beispielsweise News Rainer Alt. Ja, gut weitergegeben. Sieht man nicht viel und dann. Das ist es. 0:3. 0:3. 0 von Marek Jansen. Schön gespielt. Ja, jetzt bestätigen. Ja. Gesehen, Okoko. Ja, kommt dann zu Fall. Gegen 2, wird aber nochmal durchgesetzt. Ramo. Lieber geil, Okoko. Schade. Schön gemacht. Ja. Aktuell vermute ich, dass Daniel Hari
Antonov runtergegangen ist in der Halbzeitpause. Oh, Kamada in der Box, kann er sich nochmal behaupten. Ja. Hinter die Flanke. Ist er noch an Resan vorbei. Und Waschko klärt aber direkt in die Füße von Luca Prasse. Der flankt. Flanke kommt nicht ab, aber der Nachschuss sitzt flach und auf. Unhaltbar, glaube ich, hier für Bachulski. Sieht er sehr spät. Ordentlich Wurf, stark getroffen. Zum 0:4 von Christopher Schepp. Mehr Reingabe. Oh, Alter. Ein bisschen zu weit weg und lässt dort erneut Christopher Schepp zum Schuss kommen. Das sind die schweren Meter immer wieder. Ah, ah. Ich glaube tatsächlich, das war kein Abseits. Und damit nehme ich auch das 0:5 von Marek Jansen. In der 71. Spielminute. Der wurde tatsächlich nochmal gefährlicher. Die Flanke. Und ich glaube, das war Tom Baller. Gar kein Durchkommen. Es wird verzweifelt die Lücke gesucht, denn ein nicht so gut gesetzter Pass von Waschko. Jetzt läuft der Gegenangriff. Heute. Nochmal der Kicker 4 gegen 2. Ja. Jetzt kommt noch der Kiana dazu. Eingabe. Mit der Hacke. Um 90 Minuten. Jetzt vorüber. Und er gibt gar keine Nachspielzeit. Er hat gesagt, 90 Minuten reichen. Und Linus Schäfer. In der Spitze wird dann Raphael Brandt erwartet. Einzige bislang, der jetzt gerade spielt. Zieheis und Käuper auf der Bank. Hohes Bein hier von Christopher Buchtmann gegen Jonas Kühl. Der auch auf Seiten der Bremer neu im Team ist. Das war ein Treffer im Gesicht. Erste Diskussion. Gibt es hier wegen des hohen Beins. Reaktion des Schiedsrichters wird noch erwartet. Und es gibt die rote Karte. Schröder. Brandt bringt den Ball. Brandt mit dem Eckball und dem Kopfball. Absolver und da ist das Tor. 17. Spielminute, 1:0 für den VfB. Der Obertasche entscheidet auf Einwurf. Und jetzt Schäfer im 16er. Schöne Einzelaktion. Und leichte Unsicherheit bei Andrea Hoxha. Setzt sich durch. Nimmt Schröder mit. Gutes Zusammenspiel mit dem Ai. Das Bein von Kröger nach hinten. Und das Foul im 16er. Und die Möglichkeit für ihn hier auf 2:0 zu stellen. Vierzigste Spielminute, 2:0 für den VfB. Kamal Krasnici mit seinem 7. Saisontor verwandelt. Sicher. Aber jetzt erstmal der Eckball. Und was für ein Tor! Volley aus der Luft, 16 Meter. Das ist Drilon Demai. Technisch herausragend und ein Traumtor zum 3:0 für den VfB. Alles, was Fuad Kilic gefordert hat, ist ja eingetroffen. Nochmal der Standard. Kopfball
von Mathis Richter. Kein Problem für Peitzmeier. Und der ist gefährlich. Peitzmeier mit der linken Hand noch dran. Bleibt in der Mauer stecken. Zweiter Versuch von Justin Gröger. Schröder gewinnt das Kopfballduell. Brandt setzt nach. Nochmal Schröder. Und die Hand von Hoxha ist dran. Lubongo ans Außennetz. Und auch der Riemer ist Schauwachsmann gewechselt für die Nummer 9, Martin. Richtige für die Nummer 5, Martin Richter. Und für die Nummer 27, der Luca Lahn. Und der Anschlusstreffer für den Bremer SV. Unachtsamkeit hier in den Abwehrreihen des VfB. Kommt gefährlich Peitzmeier zur Stelle. Die Gelbe gegen Elsa Mitramay. Jetzt hier beim Eckball. Berko gut. Und die endgültige Entscheidung. 4:1 für den VfB. Kopfball. Marc Schröder. Wie der VfB. 4:1 heißt es dann am Ende. Eintracht Norderstedt zu Gast zu Hause im Edmund-Flamberg-Stadion. Interessanter Fakt. FC St. Pauli steht sehr, sehr gut. Jetzt einmal die Seite verlagert auf Bölter. Starke Bewegung von Prinz von Anhalt. Gleich mal ein bisschen Raum verschafft. Der Abschluss aus der zweiten Reihe. Zu ungefährlich. Bekannte Namen natürlich auf dem Platz, die es hier auch richten sollen. Das ist ein guter Ball. Der Abschlussversuch. Dann wieder nicht so wie gewünscht. Direkt weitergeleitet. Super gemacht von Knebel Döpritz. Legt auf im 16er. Jetzt mal ein bisschen Platz. Und der Ball springt raus. Eckball rausgeholt. Ja, knapp. Fast im Aus. Jetzt nochmal Platz. Knebel von Döpritz legt ab. Und der muss doch reingehen. Dann steht 1:0. Für den FC St. Pauli. Oh, der war ein Pflichttreffer. Ist noch mal ein bisschen ruppiger. Der ist gefährlich und super weggekriegt. Das Ganze ohne großen Stress zu machen. Auch das war clever gemacht. Aber sicherlich wollen sie das auch ein bisschen zügiger. Und das ist eine richtig starke Parade. Kommt der Ball ins Zentrum. Oh, gelegt worden. Der neu dazugekommen ist, gibt den Pfiff und es gibt den Elfmeter. Ist das der Ausgleich? Der geht rüber, es ist ja nicht zu glauben. Menke hätte da auch bereit gestanden. Wow, nicht eine starke Parade und der Ball ist drinnen. Nein. 2:0 FC St. Pauli. St. Pauli gewinnt das Auswärtsheimspiel, das Heimspiel auswärts, wie auch immer man es drehen möchte, mit 2:0. 15:02 Uhr. Hamburg hat 39 Punkte und Lohne 34, könnte fast aufschließen. Ja, das war am 7.10.2023, Oktober. Ja, für uns zum Kommentieren wird es natürlich Spaß machen.
wenn es auch heute 4-4 ausgehen würde. Ja, auf jeden Fall. Ein torreiches Spiel wäre sehr schön. Und jetzt gute Idee, gut von Jakob Kuba-Bückler den Ball erobert. Nico Thomas den Ball, bringt Tor Tönnies da in Szene, der vielleicht auch mit links aufdrehen könnte. Und der Torwart vom HSV geht auf Nummer sicher. Ja, vom Spiel frage ich immer den Co-Kommentator oder den Experten an der Stelle, wie du denkst, das Spiel heute auszugehen wird. Dein Tipp heute, Titus? Ui, müssen wir so gucken. Wow. Distanzschuss, keine Gefahr für unseren Torwart Marko Dedovic. Qualität, ich glaube, Glück ist auch immer ein bisschen dabei. Wann wird man gesehen, wann wird man gescoutet? Jetzt müssen wir aufpassen. Tom Sanne ist durch. Oh. Und die Lotta ist zur Stelle. Marc, nimm sein Tempo mal mit. Das haben wir gut gemacht. Die Flanke kommt. Die Flanke ist auch gar nicht schlecht. Aus dem Hintergrund ist Sandro Heskamp zur Stelle. Er will einen Foul haben, aber Schiedsrichter Yannick Schneider sagt, das ist zu wenig. Ui, da hat er Glück, dass er den nicht berührt. Sonst entschuldigt sich der auch direkt. Gut, dass er da keinen Kontakt hat. HSV ist durch. Ui. Da muss Lohne aufpassen, gerade über außen, wenn man da dann auch ins Dribbling geht. Und jetzt wird's gut geklärt. Ja. Wieder über Tom Sanne. Links wie rechts. Das dauert halt in Lohne. Flanke kommt, kurz und knackig. Und der Ball ist drin. Und da ist es 1:0 für Blau-Weiß Lohne. Gucken, ob den jetzt den Linksfuß Theo Harz trifft und schießt. Sieht so aus. Der sieht auf jeden Fall konzentrierter aus. Hebt auch die beiden Hände. Geht dann vom Tor weg. Keine schlechte Idee. So, wir müssen aufpassen. Schuss aus der Distanz. Hebt er da abgefälscht, war mit Abschuss weiter. Jetzt geht es über Tönnies und Auger. Auger, gutes Dribbling. Jetzt wird hier lautstark gefeiert. Geht ins Dribbling, geht in die Box rein. Sag ich als Trainer auch immer, geh in die Box, weil in der Box. Und dann ist das ein guter Abschluss. Und das ist eine gute Chance. Flanke von Leo Bredol. Die ist wieder gut. Oh! Boah. Aus Hamburger Sicht, ja. Ja, glücklich aus Lohner Sicht. Ich finde, sowas muss ein guter Torwart. Also jetzt muss auch passen. Stark gehalten, zum Beispiel sowas auch. So, Ecke wird mit links getreten. Beide Hände sind nach vorne. Deshalb geht er auf den zweiten Pfosten. Vielleicht. Der ist gefährlich. Und der Ball. Torwart zeigt auf Tor. Jetzt gucken wir uns den Freistoß an, den die Nummer 11 treten wird. Die Nummer 11 vom HSV. Und der Ball kommt nicht schlecht. Der Ball wird abgeblockt, der Ball ist drin. Ja. Ja. Eine gute Idee über Leo Bredol. Kommt Tönnies! Riesenchance für Blau-Weiß-Lohne. Gut gespielt, gut von Benjamin Rillenbrink festgemacht. Gucken wir uns die Wiederholung gleich unbedingt an. Auch eine super Flanke von Leo Bredol. Torsten Tönnies ist so frei. Ja, muss leider das 2-1 sein. Das ist eine Chance. Jetzt. Wieder Torsten Tönnies. Schon wieder. Doppelchance. Die zwei größten Chancen für Blau-Weiß-Lohne gerade innerhalb von 30 Sekunden. Gut wiedergeholt. Jetzt pfeift er, was pfeift er jetzt meckern? Und gibt rot. Er packt sich an die Hosentasche. Und gibt die rote Karte für Uwe Mörle. Torwarttrainer Tim Kröger kriegt auch noch rot. Nein, bring doch den. Du musst doch die Flanke auch jetzt noch nicht abpfeifen, oder? Meine Augen. So eine Flanke, da musst du noch weiter spielen. Schade, Spiel ist aus. Blau-Weiß-Lohne verliert unglücklich.